Recht herzlich willkommen zur 80. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Dralo hatte geschrieben, dass ich jetzt das Hex kaufen kann, beziehungsweise erforschen kann. Das wollen wir doch gleich machen, damit wir das dann auch hinkriegen. Wo war denn das? War das hier? Nö. Ich glaube, tiefer war das, ne? Oder? Aber doch, da war das doch, oder? MK1, ne, ne, ne. Und was da? Bin ich jetzt so auf dem Holzweg hier? Wo ist das Hex geblieben? Batterien, Oka, Photovoltaik, Hammer. Warte mal, wir sind hier lang gegangen schon. Und da ist es. Gut, also hier forschen wir jetzt. Das braucht man nicht, genauso war's, ja. Also, wir kaufen uns hier die Science. So, dann haben wir das alles. Dabei ist noch der Not Rocomax Micronode. Ein Cubic Octagonal Struct. Und dann noch eins. Und das ist hier ein Decoupler. Okay. Schön. Das Rest ist zur freien Verfügung. 94 hat der Dralo geschrieben. Hier haben wir noch einen Adapter. Noch einen Adapter. Einen Separator. Und Docking Port. Also da können wir von kleinen auf großen Raketen wechseln. Und was haben wir hier? Advanced Line Stabilizer, MK1 Landerkern, Monopropellantank, Mini-Tank ist das, ein Port, diese Düsen, die sind natürlich nicht schlecht zum Docken. Ach, das waren wir gerade. Was haben wir hier? Heat Shield, Füße. Escape-System, Rettungskapsel, Parachute im zweiten und das ist ein Landing Gear. Dort haben wir Luftleitbleche und für Flugzeuge halt, ne? Ich sitze nicht so interessant, finde ich. Jetzt sind wir hier. Ein paar Spitzen. Und die Koppler, oder? Ne, Hydraulik. Detachment Manifold, okay. Hatte ja Erhaltekoppler mit Abstand, Adapter und das ist 3. Der ist natürlich nicht schlecht, ne? Da kann man eine große Rakete mitbauen. Hier ist auch eine super Geschichte, dass man die Tanks untereinander dann verbindet. Hier ein größerer Tank noch. Da gibt es so viele schöne Sachen, ne? Ein kleiner Antrieb hier. Und hier oben nochmal. Ja, Solid Booster, das ist schon krass. Hier waren die 160, naja. Das waren dicke und dünne Tanks, die sind jetzt aber dann nicht, weil wir die dicken Tanks dann noch nicht haben, noch nicht so interessant. Den 3 auf 1, den fand ich schon cool. Wo war denn der hier, ne, oder? Nee, ganz oben. Wo bin ich denn jetzt? Nein, das war es auch nicht. Da war es nicht bei. Da ist er bei, da. Ja, was kommt danach, ist die Frage, ne? Da ist noch so einer. Docking Port. Ich glaube, wir nehmen den. Aerodynamische Kappen da, die Koppler. Ja. Was war das? Rent Adapter. Okay, du, da kannst du von dick auf dünn wieder gehen, aber was? Komm, nicht lange fackeln, machen wir. Wunderbar. Gut, dann ist das erledigt. Dann gehen wir hier nochmal rein, ob wir noch was sehen können.
There is tourist, test separate and flight over Kerbin, down at Kerbin. Ja, da ist jetzt gerade nichts bei, was für Minmus ist. Was besser als im Mund? Exploduna, ne? Ja, genau. Also da ist jetzt nichts. Was haben wir noch laufen? Conduct Test MK, das ist der Fallschirm. Flagge setzen. Da müssen wir jemanden retten. Alles jetzt nicht aktuell interessant. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin und dann müssen wir noch die weiteren Geschichten machen, die der liebe Dralo uns geschrieben hat. Mona Alpha landet, das ist er. Gut, dann gehen wir da rein. Der Dralo hatte mir noch geschrieben, dass wir nochmal den Check machen müssen, weil wir in der Nähe von Minmus nicht richtig gesendet haben wohl. Und ja, zweiter Flug wäre noch gewesen. Warte mal, das ist hier der Tank. Da ist das Manometer. Jetzt machen wir mal gerade Mach Pressure Data. Keep Experiment. Review Data. Jetzt müssen wir einmal starten, 10 Meter hochfliegen und dann müssen wir nochmal näher Minmus. Die Sach schon. Die. Na. Science schicken. So, da gehen wir mal hoch. Es ist genug Power sogar da, schreibt der. Um noch einen Hüpfer mehr zu machen, in Orbit auch gehen würde. Jetzt bin ich schon echt am Überlegen, ob ich nicht gerade erstmal in Orbit nochmal zauber, ne? Lass uns mal gerade einen Orbit machen. War den vielleicht nicht in die Richtung? Sondern in die Richtung. Klappt, oder? Ist noch die Karte da? Müsste klappen. So. Toggle to Display. Display in Vacuum. Nee, das war jetzt eine schlechte Idee. Ich wollte es so machen. Lock Temperature. Senden. Macht er. Und das? Es stehen da immer noch die Signs, ne? Keep Experiment, Transmit Data. Starting Transmission. Uploading Data. Ja. Ich sehe jetzt hier gar nicht. Ach, wir fliegen so rum. Alles klar. Okay. 1200 Meter. Oh. Ich glaube, wir können dann mal gerade den Dingens hier aufmachen und das mal sein lassen. Da haben wir gerade nämlich irgendwas Verkehrtes vielleicht gemacht. Ja, stimmt sogar.
Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, einfach so zu brennen und darauf zu hoffen, dass wir ein Dingens kriegen. Wie heißt es? Ein Orbit. Tja, da müssen wir jetzt noch mal dran. Ne? So. Einmal bitte ausrichten. Und dann da brennen, ne? Können wir jetzt schon machen, spielt glaube ich keine Rolle. So. Da kommt ein Orbit. Und alles gut. Machen wir noch ein bisschen kleiner. So, passt schon jetzt ein bisschen vor. Ne, wir müssen oben nochmal in die andere Richtung dann steuern. So, machen wir auf jeden Fall schon mal. Dann vorrücken bis auf los, ne? Dass wir da oben sind. So, dann lassen wir es. Mal ausrichten, war die falsche Richtung, ist klar. Oh, das ist viel zu schnell gedreht. Und da geben wir mal Gas. Und dann sollten wir einen Orbit schaffen, ne? Und da kommt er. So. Machen wir noch ein bisschen größer, oder? Gut, dann haben wir das Ding erstmal wieder am Fliegen. Das ist erstmal alles gut. So. Ne, das wollte ich nicht machen. Ich wollte gucken, dass wir da immer schön in der Sonne irgendwie sind, ne? Wegen Electric Charge und so, ne? Jetzt am Überlegen, wie es am besten ist, dass da immer Sonne drauf drauf scheint. Gehen wir nachher sowieso einmal im Schatten, ne? So, das zurücksetzen. Und Transmit. Ich verstehe jetzt nicht so ganz hier, was da passiert. Haben wir da jetzt Punkte für gekriegt oder nicht? Z-Experiment und senden. Dann, okay. Das war jetzt High Over, okay. Das bedeutet jetzt noch mal eine Geschwindigkeit rum, dass wir nicht mehr high sind, sondern low werden. Okay. Space Center. Ne, da wollen wir nicht hin. Jetzt haben wir dann hier Schatten, also keine Sonne.
So, da kommt die Sonne wieder. Und wir sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr high over, sondern low, aber wir sind voll schnell am Fliegen. Das war jetzt nicht so eine gute Idee da, ne? Und, ah, da geht noch was. Well, in space near Minmus, wir sind near Minmus, okay. Keine Ahnung, was dann da noch. Ach, das ist jetzt das, sag schon. Ne, so. Da ist es. Da nochmal bitte. Da ist aber nichts zu holen. Transmission. Near Minmus. Sind wir schon wieder zu hoch gewesen, oder was? Reset. Nee, passt. Jetzt müssten wir mal gucken. 10.000. Wenn wir näher sind. Wir hätten High Over. Wir müssen das im... Ne, da nicht, sondern im Space Center machen. Da gehen wir gerade in die Forschung gucken, ne? Dann sehen wir das. Hier war das, glaube ich. Technologie. Ne, Science. So. Und da... Crew Reports haben wir 13, aber das brauchen wir alle gar nicht, sondern Minmus brauchen wir. Sind wir hier dann richtig dann? Kerbin. Und dann Minmus. So. Und dann haben wir diese Sachen alle gesendet. High over, near. Nope. High over. Also dreimal Barometer, dreimal Temperatur. Da kann man es auch sehen. Slope Reports. Ja. Temperature einer. So. Würde ich gerne alle sehen. Alles von Minmus wieder. So. Gehen da. Wahnsinn. So. In Space near Minmus. High over, dann müssen wir nochmal dahin, oder? Gut. Dahin nochmal gerade. Und dann müssen wir vielleicht nochmal was korrigieren, oder? Dass wir da noch zu hoch sind. Aber ich kann mich auch vertun. Flieg mal schnell rum. Dann können wir da mal gerade ausrichten schon. Retro müssen wir. Ah, ich kann ja nicht steuern, weil ich hier zu schnell bin. So, wie hoch ist denn das hier? 6.000, okay, das ist natürlich eine ganze Ecke. Komm mal näher. Gut. Nochmal ins Fadenkreuz geholt hier. Und ein bisschen rausgezoomt, damit wir das noch sehen. Kann ich das hier irgendwie... besser stationieren, dass ich das mehr sehe. Okay, da geht's. Und dann geben wir mal Gas, dass wir da auf die Nähe kommen. Oh. Da wird man schon durch den Berg fliegen. Kann das sein oder täuscht das nur? Nee, da will man schon durch den Berg fliegen. Bedeutet dahin nochmal
So. Okay. Dann sollte das erstmal passen, oder? Schatten kommt von da. So stehen wir besser in der Sonne, denke ich. Und dann fliegen wir eine Runde weiter. Wo ist er jetzt, der Windmus? Also in der Richtung nicht, also irgendwie über uns oder unter uns. Wow, da. Jetzt sind wir im Schatten. Ja, hier haben wir 13.000, da haben wir 9.000. So, lass mal die Reihe hier gucken, was da sagt. Lock Temperature. Hier Minus haben wir schon. Geht aber noch runter, ne? Geht da noch was? In Space nehmen wir es. Ja. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir sind am nächsten Punkt hier noch nicht vorbei, oder? Fliegen noch dann näher ran. 7.450 irgendwas. Ne, 4.750, so. Da ändert sich ja nichts, ne? Near Minmus, okay. Ja. 324 haben wir noch. Okay, wir sind jetzt ziemlich nah dran. Machen wir gerade einen Check machen. Da gibt es nichts, ne? Nö, das war's dann. Ja, gut. Dann würde ich sagen, soll das erst reichen. Und nächstes Mal schauen wir dann zu, dass wir wieder landen nochmal hinkriegen und vielleicht dann eine andere Stelle da haben, wo wir runterkommen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo wir in der ersten waren. Ob das noch reicht, weiß ich jetzt nicht. Müsste aber eigentlich vielleicht klappen. Mal schauen. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn da was kaputt geht, haben wir Pech gehabt. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.